Und jetzt werde ich nochmal die YouTube-Zuschauer begrüßen. Hallo, ihr Verrückten. Willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Und das muss ich jetzt mal sagen, denn auf YouTube gibt es einige Leute, die jede Woche die Buchvorstellung gucken und sich zum Beispiel auch Hörbücher wünschen. Und ich kriege ständig so Kommentare: Kathi, kannst du nicht mal ein Hörbuch von Fester machen? Aber Leute, ich dachte, ihr habt meinen Kanal abonniert. Dann müsstet ihr doch wissen, dass ich einige Hörbücher auch mit und aus dem Fester Verlag produziert habe. Zum Beispiel aus der Dark Romance Reihe habe ich Tears of Test, den ersten Band. Den zweiten leider nicht, weil es ein bisschen schwierig war, mit der Agentur so eine gemeinsame Basis zu finden. Aber der erste Band ist zum Beispiel auch auf Audible. Tears of Test. Dann habe ich noch ein sehr heftiges Buch aus dem Fester Verlag, was aber nur eine Auftragsarbeit war. Dann haben wir die Kannibalen von Candyland, wir haben der Fluch von Carrow House, ein sehr gruseliges Geisterbuch, bei dem ich so Angst hatte, dass Archie neben mir sitzen musste bei den Seance-Szenen. Und jetzt ganz neu, die Stillen Gefährten. Das beste Buch, das ich je gelesen habe, und ich durfte es dann auch noch lesen. So, gibt's auch auf CD in meinem Shop. Aber Leute, wenn ihr euch das wünscht, sagt einfach Bescheid, ich mach das. Es wird demnächst jetzt auch wieder ein neues Hörbuch geben von einem Buch, das im Fester Verlag erschienen ist. Und da werde ich aber noch nichts verraten und das wird, glaube ich, noch so 6 oder 7 Wochen dauern, aber dann ist es da. Okay, jetzt werden wir aber ein Buch mal lesen, zu dem ich ausnahmsweise mal kein Hörbuch mache. Aber es lohnt sich trotzdem, das zu lesen. Es ist von Dean Koontz, Devoted, der Beschützer. Und ich muss euch mal eine kleine Geschichte dazu erzählen. Wir haben letztes Jahr Familie Fester besucht. War das letztes Jahr? Die Pandemie hat so mein komplettes Zeitgefühl geklaut, aber ich glaube, es war letztes Jahr. Da haben wir Familie Fester besucht und da haben die uns erzählt, dass sie gerade die Rechte bekommen haben für dieses Buch. Und ich dachte mir, wow, Dean Koontz, das ist einer der erfolgreichsten Autoren der ganzen Welt. Es ist einer der meistverkauften Autoren, also mit den Büchern, meistverkaufte Bücher, die es überhaupt gibt. Und das ist so heftig, dass der Fester Verlag da ein Buch bekommen hat. Aber es ist nicht nur ein Buch, es wird, ich glaube im August, noch ein zweites Buch von Dean Koontz im Fester Verlag geben. Und auf das freue ich mich ganz besonders, weil es da so um Reisen und Sprünge in Paralleluniversen geht. Auf das freue ich mich sehr. Also da habe ich das bald August, das, weil ich mich sehr auf dieses Buch freue. Ja, und dieses Buch ist natürlich nicht weniger gut. Es ist fantastisch, auch wenn es viele Leute gibt, die sagen, Dean Koontz war früher besser. Gibt es sehr viele Leute, die sagen, Dean Koontz hat mit diesem Buch wieder zur alter Größe zurückgefunden. Und ich muss sagen, das Buch hat mich sofort in den Bann gezogen und es hat so viele Themen und Bereiche abgedeckt, die mich einfach super interessiert haben. Aber ich muss vorher sagen, es ist kein richtiges Horrorbuch, würde ich sagen. Also ich würde das nicht unter Horror verbuchen. Ich würde eher so ein bisschen sagen Richtung Fantasy und Science Fiction und ein bisschen Drama. Es hat einige sehr brutale, schreckliche, grausame Stellen und auch dieser psychologische Terror ist gegeben. Gleichzeitig gibt es aber ganz viele fantastische Momente, also die so ein bisschen mit, man kann nicht so viel spoilern, aber mit Fantastik zu tun haben. Es hat sehr viel herzerwärmende Momente. Und ich muss sagen, seitdem ich Mutter bin, bin ich auch ein bisschen so ans Wasser gebaut. Ein bisschen dolle. Und es gab auch ein paar Szenen, wo ich so ein kleines Tränchen vergossen habe, weil es mich so berührt hat. Okay, nun werde ich euch mal den Klappentext vorlesen, damit ihr wisst, worum es geht. Eine Mutter, ein Junge und ihr verzweifelter Kampf gegen das Böse. Woody Bookman ist 11 Jahre alt. Er hat noch nie ein Wort gesprochen, obwohl seine Mutter Megan alles tut, damit ihr Junge glücklich ist. Aber Woody wird von dunklen Ängsten geplagt. Er glaubt, dass ein monströses Übel hinter dem tödlichen Unfall seines Vaters steckt und nun ihn und seine Mutter bedroht. Es ist ein Mann mit dem Willen, die Welt zu zerstören. Seine Kräfte werden immer stärker und er ist nicht allein. Doch auch Woody ist nicht allein. Er hat einen ihm unbekannten Verbündeten.
Ein brutaler Killer und das einzigartige Mitgefühl, das nötig ist, um ihn zu besiegen. Der neue epische Thriller vom internationalen Meister der Spannung. Lin Kunz hat übrigens über 500 Millionen Bücher weltweit verkauft. Ich glaube, es waren 38 Sprachen, wurden seine Bücher übersetzt. Also er ist halt schon eine Größe. Und das Buch hat mich so gepackt. Ich muss dazu allerdings sagen, dass das Buch ein etwas langsameres Erzähltempo hat. Wenn ich das jetzt auf die Kapitel beschränke. Was in dem jeweiligen Kapitel passiert, passiert manchmal recht wenig. In manchen Stellen passiert dann plötzlich ganz viel, da wird man überrumpelt, aber es hat am Anfang recht langsames Tempo. Zum Ende dann geht dann so zack, 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 zack und man denkt sich, oh mein Gott. Und ich muss auch sagen, es ist ein sehr interessanter Kampf zwischen Gut und Böse, weil zwischendurch mal das Böse gewinnt, dann das Gute, dann das Böse, dann das Gute und es wechselt immer so und man denkt sich immer, oh Gott, wie wird das enden? Ja, ich werde euch jetzt ein bisschen draus vorlesen, aber ich kann euch nicht so viel erzählen, weil die Handlung doch relativ simpel zusammengefasst werden kann und dann ein bisschen gespoilert wird. Also lasst euch einfach darauf ein. Auf der Homepage vom Fester Verlag könnt ihr auch eine Leseprobe, so wie eigentlich zu jedem Buch lesen. Und das beginnt dann immer am Anfang und das geht dann immer so, ich glaube, so im Schnitt 30 Seiten. Wir werden aber bei Seite 25 beginnen und ein paar Seiten lesen. Also ihr habt quasi ein bisschen mehr hier bei mir, wenn ihr hier seid. Und dann kriegt ihr auch ein bisschen, könnt ihr auch den Anfang nochmal lesen. Dieser Beschützer ist übrigens, wie man es von Dean Koontz kennt, ein Hund. Ein Golden Retriever. Und mit dem werden wir jetzt beginnen. Und warum sage ich euch das noch? Weil es nämlich wichtig ist, dass ihr wisst, dass diese folgende Szene sich um einen Hund dreht. Und dann werdet ihr auch gleich merken, in welche Richtung diese Fantastik geht. Und ich habe übrigens gelesen, dass ganz viele meinten, sie haben noch nie eine vergleichbare Story gelesen. Und ich auch nicht, aber ich war bis jetzt auch nicht so in diesem fantastischen Bereich unterwegs. Aber ich muss sagen, ist eine sehr schöne Idee, die da ausgearbeitet wurde. Als Rosa Leon nach unten ging, um sich ein Sandwich zu machen, war Kip allein mit Dorothy. Das Lampenlicht war schwach. Die Schatten so weich wie stilles Wasser, die stattliche Kiefer vor dem Fenster glänzte silbernem Mondlicht. Sie sagte, »Ich habe mit Rosa besprochen, dass du mit ihr gehst, wenn ich nicht mehr bin. Sie wird sich gut um dich kümmern.« Um seine Zustimmung zu signalisieren, klopfte Kip dreimal mit dem Schwanz auf die Matratze. Dreimal bedeutet »Ja in Ordnung«. Ein Klopfen bedeutet »Nein« oder »Das fühlt sich nicht richtig an«. Tatsächlich würde das Schicksal ihn nicht zu Rosa führen, sondern an andere Orte. Aber es war nicht nötig, Dorothy zu beunruhigen. »Kleiner, du hast eine Gabe, die mir nicht weniger wert ist als mein Sohn Jack oder mein geliebter Arthur.« Kip hob den Kopf von der Hüfte seines Frauchens, um ihre blasse Haut zu lecken, mit der sie ihm so oft das Fell glatt strich und ihn mit Leckerbissen fütterte. »Ich wünschte, es wäre uns beiden zusammen gelungen, das Rätsel deiner Herkunft zu lösen.« Mit einem langen Seufzen drückte Kip seine Zustimmung aus. »Aber letzten Endes kommen wir alle vom selben Ort. Wir stammen aus dem Herzen, das alles geformt hat.« Kip wollte ihr so vieles sagen, solange noch Zeit blieb. Obwohl seine Intelligenz auf irgendeine Weise auf ein menschliches Maß gehoben worden war, fehlte ihm ein Stimmapparat, der ihm das Sprechen ermöglichte. Er konnte viele Laute erzeugen, aber keine Worte. Sie hatte eine clevere Kommunikationsmethode entwickelt, aber das dazu Nötige befand sich in einem Zimmer im Erdgeschoss und ihr fehlte die Kraft, hinunterzugehen. Aber es spielte keine Rolle. Alles, was er ihr sagen wollte, hatte er bereits gesagt. »Ich liebe dich. Ich werde dich schrecklich vermissen. Ich werde dich nie vergessen.« »Liebes Kind«, sagte sie, »lass mich in deine Augen sehen.« Er veränderte seine Haltung, legte ihr den Kopf auf die Brust und begegnete ihrem liebevollen Blick. »Deine Augen und dein Herz sind so golden wie dein Fell, lieber Kip.« Ihre Augen waren blau, klar und tief.
Lee Shackett parkte sein Dodge Demon in einer abgelegenen Ecke des Parkplatzes vor dem Best Western Motel in der kleinen Stadt Delta, Utah. Er bleibt im Wagen sitzen und rasiert sich den akkurat gestutzten Bart ab, den er getragen hat, seit er 24 war. Dann wäscht er sich die Hände mit Desinfektionsmittel und setzt sich Kontaktlinsen ein, die seine Augenfarbe von Wolframgrau zu Braun ändern. Nachdem er eine Baseballmütze aufgesetzt hat, die den Großteil seiner blonden Haare verdeckt, fährt er auf der State Route 257 nach Süden, wechselt auf die Route 221, dann die Route 130. Nach 125 Meilen trifft er in Cedar City ein, wo er am Holiday Inn eincheckt. Er verwendet dabei einen Führerschein und eine Kreditkarte, die auf den Namen Nathan Palmer ausgestellt sind. Bevor er sich in seinem Zimmer die Haare färbt, muss er erfahren, wie die Ereignisse in der Einrichtung in Springville in den Nachrichten dargestellt werden. Er steht vor dem Fernseher und das Erste, was er sieht, ist ein Video, das kurz vor dem Ende des Arbeitstages aufgenommen wurde, vor Einbruch der Nacht. Als er geflohen ist, hat der Laborkomplex noch nicht in Flammen gestanden. Das Feuer ist wenige Minuten nach seiner hastigen Flucht ausgebrochen. Die gierigen Flammen schießen über den Komplex 20 oder 25 Meter in die Höhe und hüllen diese von einem Ende zum anderen Ende ein. Das Feuer muss ausgelöst worden sein, um die Wahrheit über die Ereignisse zu verbergen. Ohne sein Wissen muss jemand irgendeine Art von Brennstoff und ein Zündsystem in dem Gebäude installiert haben, um sicherzustellen, dass alle Beweise über die Natur der dort verrichteten Arbeit im Katastrophenfall niemals das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Er hat keinerlei Zweifel daran, dass die Forscher absichtlich bei lebendigem Leib verbrannt worden sind, eingeäschert, bis auf die Knochen vernichtet, wenn überhaupt noch Knochen übrig sind, damit kein Gerichtsmediziner Beweise finden kann. Obwohl sie vielleicht innerhalb von Tagen oder Wochen gestorben wären, schockiert die tiefe Grausamkeit der Verbrennung der Mitarbeiter Lee und lässt ihn weiche Knie bekommen, sobald er sich auf die Bettkante setzen muss. Ja, er hat diese Leute ihrem Schicksal überlassen, aber ihr Schicksal ist von Dorian entschieden worden. Es gibt verschiedene Grade des Bösen, und Lee Shackett sucht Zuflucht bei dem Gedanken, dass seine Taten verblassen im Vergleich zu dem, was sein Boss getan hat. Sicherlich hat Dorian Purcell diese extreme Maßnahme insgeheim autorisiert, seine Vorstellung einer Fair-Safe-Funktion. Dorian hält sich für einen Visionär, so wie fast jeder von der Presse, der über ihm schreibt. Ein echter Visionär weiß, dass der Fortschritt Opfer erfordert, dass es nicht auf die kurzfristigen Verluste von Leben und Vermögen ankommt, sondern auf den großen Nutzen, der die Menschheit auf lange Sicht davon haben wird. Und die Ermordung vieler Millionen Menschen zu rechtfertigen, hat Stalin angeblich gesagt, ein Toter ist eine Tragödie, eine Million Tote sind eine Statistik. Vielleicht sind 92 Tote für Dorian nicht mehr als eine Fußnote zu den großen Anstrengungen, die in den Refine-Laboren in Springville unternommen wurden und in einem Jahr irgendwo anders neu begonnen werden. Mit ernster Miene berichtet der Nachrichtensprecher im Fernsehen, dass die Forschung in dieser Einrichtung der Entdeckung eines revolutionären Heilmittels gegen Krebs galten. Das ist eine lächerliche Lüge, aber ohne Zweifel glaubt der Sprecher daran. Die Krebsforschung ist nicht so halbgefährlich, dass sie auf einem von Mauern umgebenen isolierten Gelände eine Meile von den letzten Häusern eines Vorortes von Provo, Utah stattfinden müsste. Aber in einer Zeit, in der die Budgets der Nachrichtenredaktion knapp sind, neigen viele Medienvertreter dazu, alles zu glauben, was sie von Informanten hören, denen sie vertrauen, während sie sich die Mittel des investigativen Journalismus für diejenigen aufsparen, die sie für verdächtig oder nicht ehrenwert halten. Zumindest in der Öffentlichkeit nimmt Dorian Purcell zu den Themen, die für die Meinungsmacher wichtig sind, die richtigen Standpunkte ein und wird so gut wie überall für einen von den Guten gehalten. Die vorläufige offizielle Erklärung für das Feuer lautet, dass die Einrichtung über ein eigenes Kraftwerk verfügt und Stromausfälle zu verhindern, die die Forschungsprojekte beeinträchtigen würden. Dieses Kraftwerk wird mit Erdgas betrieben. Möglicherweise ist ein Leck unterhalb des Fundaments so lange unbemerkt geblieben, bis das Gebäude gewissermaßen auf einer Bombe stand. Ja, klar doch, sagt Lee und schaltet den Fernseher aus. Später, als er sich in einen braunhaarigen, braunäugigen, glattrasierten Mann verwandelt hat, geht er zu Abendessen. Er ist nie ein Snob gewesen, hat im Laufe der Jahre schon oft das Essen des Holiday Inn und ähnlicher Ketten genossen, aber diesmal schmeckt ihm einfach nichts. Der grüne Salat schmeckt bitter,
Das Gemüse hat einen vage metallischen Beigeschmack. Die Kartoffeln überhaupt keinen. Es gelingt ihm, das Hühnchen zu essen, aber auch das ist nicht so herzhaft, wie es sein sollte. Er sehnt sich nach etwas anderem, weiß aber nicht, was ihn zufriedenstellen würde. Nichts, was auf der Speisekarte steht, spricht ihn an. Als er wieder in seinem Zimmer ist, mischt er gewürzten Rum mit Coca-Cola und trinkt, bis er schlafen kann. Um 3 Uhr morgens wacht er schreiend und in kaltem Schweiß gebadet aus einem Albtraum auf, kann sich jedoch an kein einziges Detail erinnern. Die Orientierungslosigkeit, die Träume oft mit sich bringen, bleibt bestehen. Vom Fenster dringt ein fremdartiges, kobaltblaues Licht um die Vorhänge herein, als ob eine stille Katastrophe in der Welt jenseits der Hauswände eine tödliche Strahlung freigesetzt hätte. Er ist nüchtern, aber der kleine Raum fühlt sich riesig an und das Bett treibt auf einem Meer wogender Schatten. Als Lee die Bettdecke zurückwirft und sich an den Rand der Matratze setzt, wimmelt es auf dem Boden unter seinen nackten Füßen, als würde er in einem Insektenschwarm stehen. Er tastet nach der Nachttischlampe, findet den Schalter. Das plötzlich schwache Licht strandet auf dem schwimmenden Bett, bringt jedoch keine Insekten zum Vorschein. Das Zimmer birgt jedoch immer noch fast ebenso viele Schatten wie in der Dunkelheit. Und es ist nicht weniger schaurig. Nachdem er vom Bett aufgestanden ist, bleibt er unschlüssig stehen. Er ist sicher, dass der Albtraum die drängende Vorahnung eines sich rasch nähernden Übels enthielt, die mehr ist als eine Schlaffantasie. Sie ist eine Wahrheit, nach der er sein Handeln ausrichten muss, wenn er sich retten will. Aber er kann sich nach wie vor nicht an den Traum erinnern. Er lässt sich auf einen Sessel nieder, greift mit beiden Händen die gepolsterten Armlehnen und schaukelt vor und zurück, obwohl der Sessel kein Schaukelstuhl ist und sich nicht mitbewegt. Er kann nicht stillsitzen. Er muss sich bewegen, wie um sich dadurch zu beweisen, dass er am Leben ist. In dem Albtraum. Jetzt fällt ihm etwas ein. Er ist gefangen, gelähmt, fest umwickelt gewesen, wie in einem Kokon, und hat ein weißes, durchscheinendes Material über den Augen gehabt. Formlose Schatten, die anschwollen und sich wieder zurückzogen. Um ihn herum Geräusche, die lauter wurden und wieder verklangen. Schaudernd fragt er sich, ob zum Spektrum des genetischen Materials, mit dem seine Zellen kontaminiert wurden, vielleicht auch das eines Wurms gehört, der stirbt, um aus einem Kokon neu geboren zu werden. Im Traum ist er hilflos gewesen und einsam. Unablässig schaukelt er in den unbeweglichen Sessel. Er hat genug Geld, um sofort zu fliehen. Ein elegantes Domizil in Costa Rica und 100 Millionen Dollar in einem Ort, an dem die Behörden sie nicht finden können. Aber eine abgrundtiefe Einsamkeit macht ihn verwundbar, gibt ihm das Gefühl, ein Dasein ohne Sinn und Zweck zu führen. Er fühlt sich machtlos, so wie er sich als Kind gefühlt hat, unter dem eisernen Regime seines gewalttätigen, alkoholabhängigen Vaters und seiner psychisch kranken Mutter. Machtlosigkeit kann er nicht ertragen. Er kann sie nicht hinnehmen. Nicht nur die Wissenschaftler in Springville, sondern auch 2200 Angestellte von Refine waren ihm unterstellt. Jetzt hat er keine Untergebenen mehr. Er hatte Macht, Ansehen, Respekt. 20 Tom Ford-Anzüge, die er in Kombination mit farbenfrohen Sneakern trug. Das alles ist jetzt verschwunden. Er ist allein. Erst jetzt wird ihm klar, dass das schlimmste Elend, das das Herz eines Menschen heimsuchen kann, die Einsamkeit ist. Lee Shackett ist nie gut darin gewesen, Beziehungen zu führen. Er hatte Freundinnen. Heiße. Er ist schließlich nicht hässlich. Sein Äußeres gefällt den Frauen. Sie bewundern seinen Ehrgeiz. Er hat Sinn für Humor. Er kann tanzen. Er hat Stil. Er ist gut im Bett. Er kann zuhören. Aber es ist ihm nie gelungen, eine Affäre in etwas Dauerhaftes zu verwandeln. Früher oder später kommt ihm jede Frau auf die eine oder andere Weise unzureichend oder unauthentisch vor. Die Beziehung fängt an, sich seicht anzufühlen. Hier fehlt der emotionale Nährwert und am Ende fühlt er sich immer, als würde er in diesem knöcheltiefen Wasser ertrinken. Konnte nicht mehr atmen, müsste fliehen. Er sitzt jetzt still im Sessel. Seine Reglosigkeit erschreckt ihn, als ob sein Überleben davon abhinge, dass er in Bewegung bleibt. Er springt auf und läuft im Zimmer auf und ab, wird zunehmend nervös. Etwas Merkwürdiges geschieht mit ihm. Im schwachen Lampenlicht wirkt sein ruheloses Spiegelbild gespenstisch, als wäre er der Geist eines früheren Gastes, der hier gestorben ist und weder oben noch unten Einlass findet, keinerlei Ziel mehr hat. Während er im Zimmer umherstreift, versucht er sich zu entsinnen, wann und wo sein Leben aus den Fugen geraten ist. Nicht erst, was die Ereignisse in den Laboren angeht, sondern davor.
wann ist er zum letzten Mal wirklich glücklich gewesen? Sich daran zu erinnern, kommt ihm wichtig vor. Wann hat seine Zukunft am vielversprechendsten gewirkt? Lee hat zwar große Erfolge zusammen mit Dorian Purcell erzielt, aber jede Beförderung ist mit einem so deutlichen Anstieg an Stresslevel verbunden gewesen, dass er, obwohl er dabei ein Vermögen verdient hat, nicht ehrlich behaupten kann, er sei während dieser Jahre glücklicher gewesen als zuvor. Selbst vor Purcell ist Lee nicht immer voller Begeisterung gewesen, aber seine Aussichten auf das Glück waren damals größer. Damals hat er noch Hoffnung gehabt, seine Optionen schienen endlos zu sein. Jetzt hingegen hat er nur wenige, vielleicht sogar nur eine einzige. Und er ist allein. Niemand hört ihm zu. Niemand kann ihn verstehen. Niemand kümmert es. Keiner muss seinen Anweisungen Folge leisten. Der Wendepunkt, die Motivation hinter der Veränderung in Lees Leben, ist Jason Bookman, ein Freund aus seiner College-Zeit. Anfangs ist Jason beruflich rasant aufgestiegen, während Lees Karriere sich dahin schleppte. Dann hat Jason ihn in Dorian Purcells inneren Kreis eingeführt. Plötzlich erschrickt er über sein Bild im Spiegel an der Kleiderschranktür. Sein Gesicht? Etwas Merkwürdiges passiert mit seinem Gesicht. Irgendetwas stimmt damit nicht. Schnell läuft er ins Badezimmer, wo das Licht heller ist. Seine Augen sind braun, sein Haar ist braun, sein Bart ist verschwunden. Vielleicht werden ihn andere nicht wiedererkennen, aber er selbst kennt sich gut genug. Diese schlammbraunen Augen beeindrucken nicht, verglichen mit dem stechend wolframgrauen Blick, mit dem er so viele Nachwuchsführungskräfte eingeschüchtert hat. Abgesehen davon fällt ihm nichts Ungewöhnliches an sich auf. Aber er fühlt sich ungewöhnlich. Sein Gesicht ist starr wie eine Maske. Er betätigt seine Gesichtsmuskeln, Gähnen, Stirnrunzeln, eine Grimasse. Mit den Fingerspitzen massiert er Kinn, Wangen und Stirn, kneift sich in die Nase, zieht an seinen Lippen, sucht nach irgendwas, das falsch ist. Schließlich gelangt er zu der Auffassung, dass die Starrheit nur eine Folge seiner Nervosität ist. Auch sein Körper ist starr vor Furcht. Jason Bookman hat Lees Leben verändert, was zu den derzeitigen katastrophalen Umständen geführt hat. Aber das Schlimmste, das Jason getan hat, war nicht, dass er Lee mit Purcell in Kontakt gebracht hat. Viel schlimmer ist, dass Jason Megan geheiratet hat. Als er sich selbst im Badezimmerspiegel anstarrt, hat Lee plötzlich eine Eingebung. Jason ist so weitsichtig gewesen, was sich der langfristigen Risiken so bewusst, dass die Arbeit für einen machthungrigen Narzissten wie Dorian Purcell mit sich brachte, dass er Lee in der Firma gebracht hat, damit dieser als Sündenbock dienen konnte. Eine Rolle, die Jason sonst vielleicht selbst gespielt hätte. Warum wird ihm das jetzt erst klar? Ist diese Vorstellung etwa unfair, paranoid? Nein, nein. Was ihm einfällt, als sein Akt der Freundschaft erschienen ist, enthüllt sich nun mit Verspätung als ein machiavellistisches Manöver. Jason hat Lee nicht nur Megan gestohlen. Er hat Lee auch vorsichtig als Sündenbock aufgestellt für den Fall, dass bei Refine etwas schief geht. Lee denkt an Megans warme Küsse zurück. Megan Grassley. Jetzt heißt sie Megan Bookman. Vor fast 14 Jahren sind sie 2 oder 3 Monate lang miteinander ausgegangen. Mehr als einen Kuss hat er von ihr nie bekommen. Er war leichte Mädchen gewöhnt und sie bestand auf einer festen Beziehung, bevor es zum Sex kam. Damals wollte er ihr eine Lektion erteilen, indem er sich von ihr abwandte und mit einer heißen Braut namens Clarissa ausging. Megan sollte begreifen, dass sie sich um die Bedürfnisse eines Mannes kümmern musste, wenn sie eine feste Beziehung mit ihm wollte. Aber nach einem Monat begann Jason, sich mit Megan zu treffen. Schließlich heirateten sie. Damals hat Lee Jason dafür keine Vorwürfe gemacht. Er war großherzig. Er hatte dem Paar alles Gute gewünscht und sich gesagt, dass sein Freund es noch bereuen werde, sich mit diesem frigiden Miststück eingelassen zu haben. Offenbar ist es Megan bei Jason jedoch nicht schwer gefallen, sich hinzugeben. Zusammen sind sie aufgeblüht. Sie hat jedes Jahr heißer ausgesehen, viel heißer als Clarissa. Okay, kein Problem. Lee hat sie nicht gewollt. Sie war ihm zu langsam. Sie war ein Honda und er brauchte ein Ferrari-Mädchen. Er konnte bessere haben als sie. Die Welt ist voll mit gut aussehenden Frauen, vor allem, wenn man über ein 7-stelliges Jahresgehalt und haufenweise Aktienoptionen verfügt. Aber jetzt ist er arbeitslos und allein. Bald wird er ein flüchtiger Gesetzloser sein. Wäre er bei Megan geduldiger gewesen, hätte sie sich ihn vielleicht geschenkt. Sie hätten vielleicht geheiratet und danach wäre sicher alles ganz anders gekommen.
Plötzlich wird ihm klar, wann er am glücklichsten gewesen ist, wann seine Zukunft ihm am vielversprechendsten erschienen ist. Damals, als er mit Megan ausging. Als er dem eigenen Blick im Spiegel begegnet, stellt er fest, dass mit seinem Gesicht alles in Ordnung ist. Das Problem, wenn es eines ist, befindet sich hinter seinem Gesicht. Etwas passiert mit seinem Verstand. In seinem Hirn wütet ein Fieber. Hätte er ein Fieberthermometer gekauft, hätte seine Temperatur sich bestimmt als normal herausgestellt. Er zweifelt nicht daran, dass das Gerät exakt 37 Grad angezeigt hätte. Aber das ist ein Fieber der Erregung in seinem Kopf. Unruhe, Gärungsprozesse, überschäumendes Temperament. Das ist nicht unbedingt etwas Schlechtes. Er ist aufgekratzt, wie elektrisiert, unter Hochspannung. Er weiß, was er zu tun hat. Er kann zwar nicht 14 Jahre in der Zeit zurückreisen und Megan heiraten, aber er kann sie in Kalifornien aufsuchen, wo sie heute lebt. Sie ist verwitwet, seit 3 Jahren. Heute wird sie sich leichter hingeben als damals, als sie jünger waren. Sie wird bereit sein für ein neues Leben, das richtige Leben. Dasjenige, das sie zusammen verbracht hätten, wenn Jason Bookman nicht aufgetaucht wäre. Lee wird sie nach Costa Rica mitnehmen. Auch den Jungen, wenn sie sich wirklich weiter mit einem geistesgestörten, stummen Kind herumplagen will. Die heiße Megan und das schwüle Costa Rica. Diese Aussicht stimuliert Lee, heizt seine Fantasie ein. Er kann wieder glücklich werden, sieht eine rosige Zukunft vor sich. Sein Bild im Badezimmerspiegel spricht mit ihm. Aber er ist nicht mehr sehr er selbst, sondern Jason Bookman, dieser diebische, machiavellistische Verräter. »Du bist infiziert«, verkündet Jason. »Es wimmelt in dir, irgendwas läuft mit deinem Verstand schief.« »Lügner«, erwidert Lee. »Du willst mich nur nicht an sie ranlassen.« Er nimmt die Halbliterflasche mit dem gewürzten Rum und wirft sie. Die zersplitternde Flasche zerbricht den Spiegel, enthauptet und zerstückelt Jason Bookman. Messer und Dolche, Stilette und Säbe aus Glas fallen aus dem Rahmen, treffen das Waschbecken und den falschen Marmor, der es umgibt, wobei sie klirren wie die silbrigen Glocken einer dämonischen Feenkirche. Gewürzrum voller Aromen, Orangenschalen, Zimt, Kokosnuss, Vanilleschoten, bespritzt Lee's Jacket, klatscht an der Wand hinter ihm. In einem Zustand hoher Erregung kehrt er 2 Stunden vor Tagesanbruch ins Schlafzimmer zurück und zieht sich rasch um für die lange Fahrt. Ein paar Stunden lang ging Dorothy immer wieder vom Schlaf in den Wachzustand über. Sie hatte die Hand auf Kip gelegt und hielt sie entweder still oder streichelte ihn. Er blieb wach, achtete aufmerksam auf ihren Zustand, wollte nur noch 1 Minute lang ihre Gesellschaft genießen und noch eine. Dann starb sie. Kip konnte riechen, wie sein Frauchen zuerst ihren Körper, dann das Zimmer verließ. Er weinte auf die einzige Art, wie seine Spezies weinen konnte, ohne eine Träne zu vergießen, dafür mit schwachem, kläglichen Winseln. Rosa weinte, denn sie hätte Dorothy sehr gern gehabt. »Oh, mein lieber Kip, bitte hör auf, du hörst dich so erbärmlich an, dass du mir gleich nochmal das Herz brichst.« Aber lange Zeit konnte er nicht aufhören, weil Dorothy dorthin gegangen war, wohin er ihr nicht folgen konnte. Er war jetzt nicht nur allein. Ihm fehlte die Hälfte seiner selbst. Woody brauchte nie mehr als 5 Stunden Schlaf. Vielleicht hatte er als pausbäckiges Baby länger geschlafen, aber trotz seines außergewöhnlichen Gedächtnisses war ihm von seiner Kindheit nur die Erinnerung an ein Mobili geblieben, das über seinem Kinderbett hing. Farbenprächtige Lucidvögel. In Korallenrosa, Gelb und Saphirblau, die kreisten und kreisten und fröhliche prismatische Schatten an die Wände warfen. Vielleicht war dieses Mobili der Grund, weshalb er so viele Jahre später immer noch manchmal davon träumte, fliegen zu können. Alle medizinischen Autoritäten waren sich darüber einig, dass der Mensch 8 Stunden Schlaf pro Nacht benötigte. Weniger Schlaf führte angeblich zu Konzentrationsschwierigkeiten und Störungen der Denkprozesse. Wahrscheinlich wurden die meisten Menschen, die als Landstreicher, Betrüger oder Serienkiller endeten, durch Schlafmangel zu dem, was sie waren. So lautete jedenfalls die Theorie. Wenn Woody hingegen zu lange im Bett blieb, führte er gerade das, dass er sich benebelt fühlte und an bleibenden Aufmerksamkeitsstörungen litt. Um Punkt 3:50 Uhr öffneten sich seine Augen mit einem beinahe hörbaren Klick.
und er war hellwach, ohne die geringste Chance, wieder einzuschlafen. Das war ihm peinlich. Er unterschied sich auf unzählige Weisen von anderen Menschen. Wenn er auch 8 Stunden Schlaf benötigt hätte wie jeder andere, hätte er sich weniger anders gefühlt. An diesem Mittwochmorgen tat Woody das, was er nach dem Aufstehen immer tat. Er hatte seine festen Abläufe. Feste Abläufe waren seine Rettung. Die Welt war riesig und komplex. Sie war Teil eines noch größeren und komplexeren Sonnensystems, einer gewaltigen Galaxie, eines endlosen Universums. Billionen von Sternen. Und darüber wollte er lieber nicht allzu lange nachdenken. Es waren zahllose Entscheidungen zu fällen. Es gab unzählige Dinge, die einem zustoßen konnten. Die vielen Möglichkeiten konnten zu lähmender Unentschlossenheit führen. Und all die Gefahren konnten bewirken, dass man vor Angst regelrecht versteinerte. Aber feste Abläufe machten das Endlose endlich und beherrschbar. Also nahm er seine übliche 4-Minuten-Dusche, zog sich an und ging leise nach unten. Er durfte sich selbst ein Frühstück mit Getreideflocken und Toast machen. Aber zum Essen war es noch zu früh. Es war ihm ohnehin lieber, mit seiner Mutter zu frühstücken, wenn sie morgens aufstand. Er sagte zwar nie ein Wort dabei, hörte ihr aber gern zu. Manchmal sagte sie ebenfalls nicht viel, und auch das war für ihn in Ordnung, solange sie nicht aus Traurigkeit schwieg. Er merkte es immer, wenn sie traurig war. Ihre Traurigkeit durchfuhr ihn wie ein heranwehender Eisregen und kühlte ihn zum gleichen Zustand ab, den er sonst nie erlebte. Aus einer Küchenschublade nahm er eine Taschenlampe des Typs Bell und Howell Tech Light sowie eine altbewährte Outboard-Signalhupe. Letzteres bestand aus einer kleinen Sprühdose, an deren oberen Ende eine rote Plastikhupe befestigt war, die ein ohrenbetäubendes Waaah erzeugen konnte. Damit ließen sich gefährliche Tiere zuverlässig abschrecken, auch wenn er solche Tiere nur selten gesehen und die Hupe erst 2-mal benutzt hatte. So ausgerüstet trat er an das Tastenfeld der Alarmanlage an der Hintertür. Er gab die 4 Ziffern ein und die aufgenommene Stimme sagte: System deaktiviert. Die Lautstärke war sehr niedrig eingestellt, damit seine Mutter von nichts anderem geweckt werden konnte als dem Alarmturm selbst. Die hintere Veranda war mit 2 Teakholzstühlen mit dicken blauen Kissen ausgestattet, zwischen denen ein kleiner Tisch stand. Ein Schaukelsitz hing an Edelstahlketten. Überall um ihn herum war Dunkelheit. Woody fürchtete sich nicht vor der Nacht. Die Nacht konnte magisch sein. In den dunklen Morgenstunden, wenn seine Mutter noch schlief, waren ihm schon manche coole Dinge passiert. Einmal hatte er eine dicke Opossumsmutter über den Rasen watscheln sehen, gefolgt von ihren Babys. Ihre winzigen Augen hatten vor Neugier gefunkelt, als sie ihn entdeckt hatten. Er hatte Füchse, zahllose Kaninchen und ganze Hirschfamilien gesehen. Das Einzige, was er mit einem langgezogenen Hupen vertrieben hatte, waren Waschbären gewesen, die sich ihm fauchend und mit gefletschten Zähnen genähert hatten. Durch seinen Gehorsam hatte er sich das Recht verdient, nachts so lange auf der Veranda zu sitzen, wie er wollte, solange er immer darauf achtete, die Tür nicht abzuschließen, damit er sich jederzeit schnell zurückziehen konnte. Er durfte aber nicht allein in den Garten hinausgehen. Es war ein großer Garten, beinahe 3 Morgen groß, und am hinteren Ende wartete der Wald. Am Wald lebten Tiere, die noch gefährlicher waren als die angriffslustigen Waschbären. Mutter Natur hatte nichts Mütterliches an sich. Mom sagte, die Natur sei eher wie eine manisch-depressive Tante, die einen meistens freundlich behandelte, sich aber hin und wieder in eine richtige Hexe verwandeln konnte. Dann beschwor sie tödliche Stürme herauf und rief bösartige Tiere herbei, große Berglöwen mit langen Reißzähnen, die sich, wenn sie die Wahl hätten, immer für zartes Kinderfleisch entscheiden würden. Er setzte sich auf die Verandatreppe. Seine Mutter erwartete von ihm, dass er auf einem der Stühle oder auf der Schaukel saß, dass er vielleicht am Geländer stand. Aber auf den Stufen war näher am Geschehen, falls wirklich etwas geschah. Außerdem hielt er sich immer noch an die Regeln, vor allem an die Grundregel, dass er den Garten nicht betreten durfte. Die Taschenlampe lag unbenutzt neben ihm. Die Hupe hielt er in der rechten Hand. Der Mond schwebte im Westen dahin, war noch nicht ganz hinter den Bergen verschwunden und strahlte hell wie eine exotische Qualle im Meer des Alls. Am Himmel funkelten mehr Sterne, als Woody jemals hätte zählen können. Nach dem Tod seines Vaters, Mord.
hatten sie die geschäftige Stadt im Silicon Valley verlassen, von dem seine Mutter sagte, dass er eher ein Gedanke als ein realer Ort sei. Sie waren hierher gekommen und an den Rand der Gemeinde Pinehaven in Pinehaven County, wo keine städtische Lichtverschmutzung das Licht der Sterne abschwächte. Woody saß noch nicht länger als 10 Minuten auf der Treppe, als die drei Hirsche aus der Dunkelheit kamen. Ein Bock mit einem prächtigen Geweih, eine Hirschkuh und ein vielleicht 5 Monate altes Kalb mit noch fleckigem Fell. Im Winter, wenn es ganz ausgewachsen war, würde es seine Flecken verlieren. Hirsche zogen nicht immer im Familienverbund umher, oft reisten sie in kleinen Herden, ebenso oft allein. Aber im vorigen Jahr war eine Familie wie diese 3 Monate lang fast jede Nacht hierher gekommen, angezogen vom Süßgras des Rasens. Woody hatte sich mit ihnen angefreundet, hatte Äpfel für sie zerteilt, die Stücke auf die Verandatreppe gelegt und sich zu einem Stuhl her zurückgezogen. Nach und nach hatten sie genug Vertrauen gewonnen, um die Äpfel von der untersten Stufe zu fressen, während er auf der obersten saß. Am Ende hatten sie ihm die Stücke sogar mit ihren weichen Lippen aus den Händen genommen. Aber diese 3 Besucher waren nicht dieselben wie im letzten Jahr. Woody erinnert sich an die Feldzeichnung der erwachsenen Tiere und diese sahen anders aus. Die Hirsche bemerkten ihn und verhielten sich vorsichtig, blieben beim Grasen auf Abstand, wobei ein Hauch Mondlicht auf ihren schattenhaften Umrissen lag. Manchmal fragte er sich, was mit dieser anderen Familie passiert war, ob eins oder mehrere der Tiere von Jägern getötet worden waren oder vielleicht ein Berglöwe die Hirschkuh oder ihr Kalb erwischt hatte. Eine Familie zusammenzuhalten und zu beschützen war sehr, sehr schwer. Er traute sich nicht, in die Küche zu gehen, ein paar Äpfel zu schneiden und zu versuchen, diese neuen Hirsche zur Treppe zu locken. Schon durch das Aufstehen allein konnte er sie verscheuchen. Aber wenn sie noch ein paar Mal wiederkamen und sich an seine Anwesenheit gewöhnten, könnte er beginnen, sich mit ihnen anzufreunden. Fürs Erste hatte er genug Freude gehabt, sie einfach nur zu beobachten. Sie bezauberten ihn, sie waren schön und würdevoll, aber weder ihre Schönheit noch ihre Würde war das, was ihn am meisten berührte. Was ihn faszinierte, fesselte, bannte, war die Tatsache, dass es 3 waren, die zusammen und in Sicherheit unter dem Sternen, furchtlose Wesen in dieser Welt der Furcht. Sie wirkten, als ob sie für immer zusammen sein würden. Die Nacht war so still, dass Woody das Gefühl hatte, die Lichtjahre entfernten Sterne brennen zu hören. Aber was er hörte, war natürlich nur das Blut, das durch die Blutgefäße in seinen Ohren zirkulierte. Er flüsterte, »Hallo!« Obwohl der Junge mit leiser Stimme gesprochen hatte, hob der Bulle den gehörnten Kopf und starrte ihn an. Für einen langen Moment betrachteten sie einander. Dann flüsterte Woody, »Ich hab dich lieb!« Denn der Hirsch konnte den Augenblick durch kein falsches Wort verderben, und die Kluft, die zwischen den Arten lag, stellte sicher, dass keiner von ihnen sich oder den anderen in Verlegenheit bringen konnte. Ja, also am Anfang ist, wie gesagt, alles ein bisschen langsamer und mehr beschrieben als zum Ende hin. Es war jetzt ein kleiner Ausschnitt und ich habe mir den ausgesucht, weil man noch nicht so viel erfährt, aber schon genug und vor allem 3 wichtige Figuren aus dem Buch kennenlernt. Den wunderbaren Hund, in den sich, glaube ich, alle verlieben werden, auch die nicht von den Menschen. Es ist so herzerwärmend. Der befreundet sich nämlich mit Woody. Die beiden haben eine besondere Verbindung und da will ich noch nicht so viel spoilern. Sie wissen beide noch nichts voneinander und finden erst im Buch zueinander. Und es ist einfach so eine schöne Idee, wie die beiden miteinander, ja, funktionieren. Woody selbst ist ein hochfunktioneller, autistischer Junge, der eigentlich kein Wort spricht und noch nie gesprochen hat. Aber Tiere sind eben, das ist eine andere Zugangsweise. Und er ist hochintelligent und der begibt sich auf Spurensuche, was der Mord an seinem Vater betrifft. Und ja, öffnet ein paar Türen, die er vielleicht nicht hätte öffnen sollen. Und gleichzeitig haben wir noch den Bösewicht, der, das wird leider auch kritisiert und damit liegt auch die Kritik ein bisschen richtig,
dieses Schwarz-Weiß, Gut-Böse wird sehr extrem dargestellt und ist nicht ganz so facettenreich. Aber Lee, der Böse, der aus dieser Forschung entkommen konnte und möglicherweise selbst zu einer sehr bösen Kreatur mutiert. Und ich kann euch sagen, es nimmt auf jeden Fall Wendungen, die man nicht vorhersieht, und ganz überraschende Themen werden dort aufgegriffen. Und es wird auf jeden Fall noch blutig und sehr grausam, auch auf psychologischer Ebene. Und gleichzeitig ist es ein wunderschön geschriebenes Buch. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass das ein fantastischer Lesespaß ist. Und das Buch hat 35 Seiten oder sogar noch mehr, Sekunde, 33, ist im Feste Verlag für 14,99 erschienen. Achtung, Werbung. Und ich muss sagen, es ist es lohnt sich auf jeden Fall. Eine super schöne Reise in eine magische Welt. Und es ist auch schön, die Welt nochmal so ein bisschen mit unschuldigen Augen zu sehen, auch wenn die Unschuld einem ziemlich schnell genommen wird durch die ganze Grausamkeit, die man dort erlebt. Ja, das ist das Buch gewesen. Und solltet ihr es schon gelesen haben oder noch lesen und dann gelesen haben, könnt ihr mir ja mal sehr gern schreiben, wie es euch gefallen hat.